Vielen Dank, Frau Kollegin Waschke. Als Nächste hat das Wort Frau Abg. Scheuch-Paschkewitz von der Fraktion DIE LINKE. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Eine Tragödie, wie der großartige englische Dramatiker William Shakespeare sie nicht besser hätte schreiben können, findet zurzeit in Europa statt. Und leider beschäftigen wir uns wieder einmal technokratisch mit einem zutiefst tragischen menschlichen und politischen Problem. Das Gesetz, das wir heute beraten, ist eine technokratische Regelung für ein politisches Problem. Dies alles ist die Folge einer fehlgelaufenen Politik in der EU. Denn politische Probleme fordern politische Lösungen. Wenn wir nicht endlich begreifen, dass wir den Menschen zuhören und hinhören müssen, werden Rechte und rechtsextreme Parteien in Zukunft noch stärker werden. Eine Mehrheit der britischen Bürgerinnen und Bürger hat sich gegen den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union entschieden. Die Menschen in Großbritannien haben sich abgewandt von einer EU der Konzerne, der Deregulierung, der Konkurrenz, und sie haben sich abgewandt von einer EU, in der der freie Markt wichtiger ist als der soziale Zusammenhalt, so wie man ja heute auch an dem Antrag der FDP wieder sehen kann. Es haben nicht diejenigen gegen den Verbleib gestimmt, die von der Freizügigkeit profitieren, etwa weil sie relativ problemlos in der EU studieren können, auch nicht diejenigen, die wissen, wie wichtig internationale Zusammenarbeit in der Wissenschaft ist, und auch nicht diejenigen, die davon profitieren, dass sie Kapital und Waren frei durch die gesamte Union handeln können. Gegen den Verbleib in der EU haben die Menschen gestimmt, die nicht unmittelbar von ihr profitieren, die überhaupt von der Politik der Thatchers, Blairs und Camerons nicht profitiert haben. Für diese Menschen war und ist der Brexit ein Ventil gegen ein Projekt namens EU, ein Projekt der Institutionen, welches sie als Projekt der oberen 10.000 verstanden haben und immer noch verstehen. Get your country back, vote for leave, so lautete ein Motto der Brexit-Kampagne. Und dieses Motto konnte nur verfangen, weil viele Menschen noch die sogenannte griechische Tragödie vor Augen hatten. Sie hatten vor Augen, wie eine Bevölkerung in einer Volksabstimmung mit einer überwältigenden Mehrheit Nein, Ochi, zur Kürzungspolitik gesagt hat, Nein zu einem Ausverkauf des Landes und Nein zur Fremdbestimmung. Ein Nein, welches nicht nur ignoriert wurde, sondern in sein Gegenteil verkehrt wurde. Und sogar der IWF, nun nicht besonders bekannt für eine sozialistische Wirtschaftspolitik, plädierte im Falle Griechenlands für einen Schuldenschnitt. Wie kann man also angesichts solch einer Politik der sozialen Verwüstung erwarten, dass die Betroffenen die EU als Hort der Solidarität begreifen? Nein, sie wird wahrgenommen als eine EU der Institutionen und der Technokraten, als eine EU der neoliberalen Politik. Profiteure dieser Politik sind fast EU-weit rechte, ja faschistische Parteien und Bewegungen. Doch zurück zum Brexit. Die Tragik dieser Entscheidung liegt nun darin, dass die Konservativen in Großbritannien selbst dieses Votum, also den Brexit, noch genau gegen diese Menschen wenden, die jetzt schon in das soziale Abseits gedrängt worden sind. Wenn es zu einem ungeregelten Brexit kommt, dann wird er genau die Menschen am härtesten treffen, die kaum etwas von der sogenannten europäischen Integration erwarten konnten.
Es wird die einfachen Beschäftigten treffen, die Erwerbslosen, die Menschen mit geringen und mittleren Einkommen, wenn die Versorgung des Vereinigten Königreichs ins Wanken geraten sollte. Es ist auch an uns, nicht zuzulassen, dass diese vielen zur Geisel einer unfähigen, konservativen britischen Regierung werden, die lieber an der Macht festhält, als endlich zu vernünftigen Lösungen zu kommen. Nicht einmal die Option eines ungeregelten Brexit will die britische Premierministerin vom Tisch nehmen und setzt deshalb weiter auf Konfrontation. Und dabei geht es in Nordirland um nicht weniger als die Frage von Krieg und Frieden. Mit dem Schachern um Formulierungen und dem Spiel auf Zeit gefährdet die britische Regierung zunehmend den Frieden des Karfreitagsabkommens aus dem Jahr 1998, wie auch schon der Herr Hutter eben kommentiert hat. Auch wenn wir als Hessischer Landtag an dieser Stelle so gut wie keinen Einfluss haben, so muss es uns dennoch große Sorgen bereiten, wenn eine Regierung in Großbritannien bewusst das Risiko eingeht, in Nordirland eine harte Grenze zu schaffen und so einen blutigen Konflikt neu zu entfachen. Vom Bloody Sunday hatten wir gesprochen. Anders als in der Nordirland-Frage haben wir uns als Landtag aber durchaus damit zu beschäftigen, dass wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass der Brexit nicht zulasten der Menschen auf beiden Seiten des Kanals ein harter wird. Insofern ist das Gesetz, über das wir heute beraten, ein unausweichlicher bürokratischer Akt. Aber das reicht nicht aus. Wir müssen uns auch für eine andere Politik einsetzen, nicht beim Technischen und Technokratischen stehen bleiben, sondern politisch das Leben in der EU verändern. Nun wird uns in Hessen der Brexit ganz praktisch betreffen. Allein in Frankfurt rechnet man damit, dass tausende Banker aus London an den Main ziehen werden. Ich kann aber nur davor warnen, den Brexit vor allem als Chance für Hessen zu sehen. Es ist schlicht unangemessen, aus dieser schwierigen Situation Kapital zu schlagen, indem wir jetzt den Standortwettbewerb für die großen Banken innerhalb der EU weiter verschärfen. Und gerade der hessische Finanzminister hat in diese Richtung immer wieder Anstalten gemacht, etwa wenn es um die Forderung ging, für bestimmte Beschäftigte den Kündigungsschutz zu lockern. Es ist doch völlig klar, dass dies nur die nächste Runde beim Abbau von Arbeitnehmerinnenrechten einläuten würde. Meine Damen und Herren, der Brexit muss Ansporn sein, endlich eine ganz andere EU zu schaffen, eine Gemeinschaft, die tatsächlich den Menschen in den Mittelpunkt stellt, eine Gemeinschaft, in der das Ziel sein sollte, die besten Standards eines Landes in ganz Europa durchzusetzen und nicht umgekehrt. Wir brauchen eine Freizügigkeit, die eben nicht dazu führt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegeneinander ausgespielt werden können. Dazu gehört dann aber auch ein europaweiter Mindestlohn, der das gewährleistet. Wir brauchen endlich ein europaweites Investitionsprogramm für Beschäftigung, Wohnen und eine gute Infrastruktur, Investitionen in den sozial-ökologischen Umbau. Auf der anderen Seite geben alle EU-Staaten zusammen jedes Jahr fast 300 Milliarden € für die Rüstung aus, die überall dort fehlen, wo die Zustände für die Menschen kaum noch zu ertragen sind. Dafür spricht nicht nur die unsinnige Debatte um eine europäische Armee, sondern auch PESCO, die ständige strukturierte Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Unter anderem auch deshalb lehnen wir als LINKE die Verträge von Lissabon ab, und wir bleiben dabei. Waffen schaffen keinen Frieden. Ich komme nun zum Schluss. Eine europäische Gemeinschaft der vielen
der Solidarität ist möglich. Man muss nur den Mut und den Willen haben, sich mit den wenigen anzulegen, die maßgeblichen Einfluss auf die Politik und ihre Entscheidungen haben. Tut man das nicht, ist die nächste Krise der EU nicht weit. Es geht um nichts weniger als um die Demokratisierung der Europäischen Union und eine Stärkung insbesondere der sozialen Rechte der Mehrheit der Bevölkerung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Scheuch-Paschkewitz. Das war die erste Rede der Kollegin Scheuch-Paschkewitz in diesem Hause. Als nächstes hat sich Kollegin Dahlke zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Dahlke, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das gerade begonnene Jahr 2019 wird für die Europäische Union ein Schicksalsjahr. Vor knapp zwei Jahren hat Großbritannien mitgeteilt, dass es Ende März 2019 aus der Europäischen Union austreten will. Bis zum Austrittstermin sind es inzwischen nicht mal mehr acht Wochen. Und weil das britische Unterhaus den Austrittsvertrag, der in mühsamen und zähen Verhandlungen entstanden ist, im Januar abgelehnt hat, steht die Gefahr eines ungeregelten Austritts größer denn je im Raum. Ich hätte mir gewünscht, meine erste Rede als neue Abgeordnete an diesem Rednerpult zu einem schöneren Thema zu halten. Einem Thema, bei dem ich nicht fassungslos auf die immer neuen Entwicklungen schaue und zusehen muss, wie Populisten und engstirnige Politiker die Zukunft einer ganzen Generation aufs Spiel setzen. Bei dem Referendum über den Austritt, das 2015 vollkommen unverantwortlich auf den Weg gebracht wurde, haben sich nur 48% der Britinnen und Briten dafür ausgesprochen, in der EU zu bleiben. Es gibt Umfragen, die zeigen, das Ergebnis wäre ein anderes gewesen, wenn auch 16- und 17-Jährige hätten mitstimmen dürfen. Die junge Generation möchte in der EU bleiben. Ohne Kompromisse wird momentan die Zukunft meiner Generation, die überwiegend gegen den Brexit war, aufs Spiel gesetzt, um einen Austritt zu verhandeln, der auf allen Seiten nur Verlierer produziert. Denn wer gewinnt denn an dem anstehenden Brexit, meine Damen und Herren? Nur die, die die EU geschwächt sehen wollen. Ein Brexit ohne Austrittsabkommen hätte schwerwiegende Folgen für Großbritannien und die EU, weil alle Verträge und Abkommen ihre Gültigkeit verlieren. Es droht Chaos im Handel, an den Finanzmärkten und in der Industrie. Auch das Brexit-Übergangsgesetz könnte hinfällig sein. Wir haben es bereits gehört, weil es gar keinen Übergangszeitraum geben kann, wenn es kein Abkommen gibt. Das Jahr 2019 wird für die Europäische Union ein Schicksalsjahr. Es ist allerhöchste Zeit, dass die Verhandlungsführer in Großbritannien nun endlich Verantwortung übernehmen. Sie müssen eine vernünftige Lösung präsentieren. Sie müssen den Schaden für Ihre Bürgerinnen und Bürger begrenzen und auch den Schaden für den Rest der EU, denn nur das kann momentan Priorität sein. Seit die EU gegründet wurde, hat sie dem Kontinent Stabilität, Wohlstand und Frieden gebracht. 2012 hat die EU sogar den Friedensnobelpreis erhalten. Was momentan aber auch gefährdet ist, das ist der Frieden auf der irischen Insel. Ohne Backstop und ohne Abkommen droht eine EU-Außengrenze zwischen Irland und Nordirland zu entstehen. Also zwischen zwei Ländern, die sich vor noch nicht allzu langer Zeit mit Gewalt und Eskalation begegnet sind. Auch mehr als die Hälfte der Nordiren wollten gerne in der EU bleiben. Das Schlimmste für die Menschen auf der irischen Insel wäre jetzt, wenn wieder Grenzkontrollen die Konflikte neu aufflammen lassen und die beiden Länder auseinandergerissen werden. Ich sage deswegen, ein ungeregelter Brexit muss unbedingt verhindert werden. Die EU ist das größte Friedensprojekt unseres Kontinents. Daran müssen sich auch die, die bei der EU verhandeln, erinnern. Das kann auch bedeuten, in den nächsten Tagen Kompromissbereitschaft zu zeigen und dem Willen Großbritanniens entgegenzukommen, um den Frieden in Irland zu bewahren.
Dafür ist allerdings auch eine Solidarität Großbritanniens mit der EU notwendig. Denn einseitige Vorteile ohne Pflichten für Großbritannien darf es aus meiner Sicht auch nicht geben. Und grundsätzlich gilt, wird der Austrittswunsch zurückgenommen, dann ist das ein Grund zur Freude und nicht zum Ärger über verschwendete Verhandlungszeit. Ein Grund zur Freude für die jungen Britinnen und Briten, für Irland und für die gesamte Europäische Union. Meine Damen und Herren, 2019 wird für die Europäische Union ein Schicksalsjahr. Nicht nur durch den Brexit ist Europa so herausgefordert wie lange nicht mehr. Die internationale Ordnung bröckelt, und Lebensverhältnisse in den einzelnen Mitgliedsländern unterscheiden sich stark. Neben Regionen, in denen es den Menschen gut geht und niedrige Arbeitslosigkeit herrscht, sind den anderen Menschen von sozialer Teilhabe abgehängt. Dort haben sie Zweifel daran, dass der Staat im Interesse aller und nicht nur im Interesse mächtiger Lobbys handelt. All dies bietet dem Populismus und Nationalismus einen Nährboden. Und das ist der Rahmen, vor dem Ende Mai die Bürgerinnen und Bürger ein neues EU-Parlament wählen. Die Europawahlen werden einen großen Einfluss darauf haben, wie sich die Politik in Deutschland und in Europa weiterentwickelt. Wir alle haben im Mai die Wahl zwischen kooperativer, lösungsorientierter und solidarischer Politik auf der einen und populistischer, nationalistischer Politik auf der anderen Seite. Die Lösung liegt nicht darin, in den Nationalismus zurückzuverfallen. Stattdessen müssen wir für eine europäische Zusammenarbeit werben. Unsere Zukunft liegt in einer demokratischen, sozialen, ökologischen und weltoffenen Europäischen Union, mit der wir dem neuen Nationalismus und den antidemokratischen Kräften, die wir in einigen Staaten beobachten, entgegentreten. Eine Rückkehr ins Nationale ist der falsche Weg. Meine Damen und Herren, 2019 wird für die Europäische Union ein Schicksalsjahr. Die Klimakrise ist, das muss man heute sagen, die größte Herausforderung, vor der die Menschheit steht. Und der Kampf gegen sie geht nur schleppend voran. Insbesondere bei dieser Mammutaufgabe brauchen wir eine internationale und eine europäische Zusammenarbeit. Forscher sagen aktuell, wir haben eigentlich nur noch 12 Jahre Zeit, um wirklich etwas unternehmen zu können. Also ist die Europawahl eine der letzten großen Chancen, zukunftsfähige Politik zu wählen. Das Klima macht nicht an den Landesgrenzen Halt. Die Energiewende sollte es daher auch nicht tun. Ein solidarisches Europa ist daher auch die beste Antwort auf Herausforderungen weltweiter Fluchtbewegungen, um Menschen davor zu bewahren, ihre Heimat verlassen zu müssen, sei es aufgrund von Verfolgung, Krieg, Hunger, Dürren und anderen Krisen. Menschen, die nichts zu verlieren haben, lassen sich weder durch Zäune noch durch patrouillierende Boote aufhalten. Europa muss gemeinsam die Fluchtursachen bekämpfen, nicht die Menschen auf der Flucht. Es geht beim Zusammenhalt in Europa auch ganz wesentlich um die soziale Frage. Immer mehr Menschen wenden sich von dem Projekt eines reichen, aber für einen Großteil der Menschen in Europa, wenden sich von dem Projekt eines gemeinsamen Europas ab, weil sie den Eindruck haben, es diene nur den Reichen, aber für einen Großteil der Menschen in Europa biete es keine soziale Perspektive. Sozial, das heißt für mich auch, dass sich die Menschen zu Hause fühlen, da, wo sie wohnen. Und das sind die Städte und Kommunen. Denn da leben wir das Miteinander. Wir treffen uns alle auf dem Fußballplatz oder beim Einkaufen. Die EU, das soll auch weiterhin keine übergeordnete Zentralmacht sein. Das Fundament der EU, das sind nämlich die Städte und Kommunen. Und die müssen weiterhin ihre eigenen demokratischen Entscheidungsspielräume behalten. Politische Entscheidungen sollen da verwirklicht werden, wo sie am besten gelingen. Die Politik, die wir hier im Landtag machen, hat also auch ganz konkrete Auswirkungen auf den Zusammenhalt in Europa, wenn sie dazu beiträgt, dass die Menschen erfolgreich am Leben teilhaben, sich frei entwickeln und zufrieden sein können. Meine Damen und Herren, das Jahr 2019 wird für die Europäische Union ein Schicksalsjahr. Der bevorstehende Brexit zeigt, wie wichtig es ist, sich für Europa einzusetzen. Es geht nun darum, ob wir Europa eine neue Richtung geben oder ob der Nationalismus gewinnt. Das Versprechen Europas, das ist Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat. Das ist die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen und der Schutz des Klimas. Wir müssen es in diesem Jahr schaffen, Europas Versprechen zu erneuern.
Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Dahlke. Auch das war die erste Rede hier in diesem Haus. Herzlichen Glückwunsch. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. Deswegen würden wir. Entschuldigung, die wollte ich nicht vergessen. Dann hat das Wort die Landesregierung, Frau Staatsministerin Puttbrüsch. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich danke erst einmal den Worten, die hier gefallen sind bezüglich der positiven Aspekte der Europäischen Union und die auch die Europäische Union immer wieder als Wertegemeinschaft und Friedensgemeinschaft gewürdigt haben. Und ich habe kein Verständnis dafür, wenn man die Europäische Union als reines Elitenprojekt diskreditiert. Ich habe auch kein Verständnis dafür, wenn es Parteien gibt, die von einem sogenannten Dexit sprechen und glauben, dass das Heil im Nationalismus liegen würde. Wir wissen alle miteinander, dass uns Gemeinsamkeit stark macht und Nationalismus schwach macht. Das kann man beschreiben, allein schon, wenn wir uns auch die Bundesrepublik anschauen und sehen uns unseren föderalen Staat an, ein Staat mit 16 Bundesländern. Das macht uns nicht schwach, das macht uns stark. Föderalismus macht uns stark in einer gemeinsamen, in einer großen Gemeinschaft, und jeder seinen Teil dazu beiträgt. Man kann schon immer sagen, dass die Europäische Union eigentlich, oder besser gesagt Hessen oder Deutschland, das Abbild einer Europäischen Union in der Vielfalt ist. Wenn ich das eben beschreibe, dann beschreibe ich es bewusst in dieser Art und Weise, weil ich glaube, dass wir den Menschen ein Gefühl für eine Gemeinschaft geben, in der man gerne drin sein will. Die Frage ist ja, warum sind die Briten ausgestiegen? Warum sind die ausgestiegen? Warum haben sie keine Bindung zur Europäischen Union empfunden? War das Gefühl zu schwach, in einer Gemeinschaft gut vertreten zu sein? Und warum ist es Nationalisten gelungen und Populisten gelungen, den Eindruck zu erwecken, dass es einem wirtschaftlich besser ginge, wenn man alleine agieren würde? Die Grundfrage, die wir uns beim Brexit stellen können, in der Tat, und bei solchen Entwicklungen muss man sich die Frage stellen, was konnte dazu führen? Was konnte dazu führen, dass die Briten sich dazu entschieden haben? Es waren Kampagnen, es war Populismus. Und von unserer Seite her, glaube ich, von der Beurteilung her, vielleicht auch nicht der richtige Blick auf das, was die Menschen fühlen und denken, die in Großbritannien leben. Und das ist in der Tat so. Es gab viele, die abgestimmt haben, die von ihrer Seite deshalb für einen Brexit gestimmt haben, weil sie von ihrer Seite sich in der Europäischen Union in dieser Form nicht aufgehoben gefühlt haben, wie es gut gewesen wäre. Und daraus müssen wir eine Lehre ziehen, uns einmal in die Situation der anderen zu begeben, einmal die Beurteilung der anderen ein Stückchen zu verstehen, einer Europäischen Union, die sich ja so wesentlich verändert hat, die nicht mehr die Europäische Union der 6 Gründerstaaten ist, sondern eine Europäische Union, die noch 28 Mitgliedstaaten hat, in einem Europa, in dem der eiserne Vorhang gefallen ist, mit einem wiedervereinten Deutschland, auch das, dass Deutschland verändert, dass die Europäische Union verändert hat, aber dass sie deshalb nicht überflüssig gemacht hat. Und wenn Sie sich die Entwicklung in der Welt heute anschauen, dann merken Sie doch, dass für die Menschen nicht die Frage alleine wichtig ist, wie es ihnen wirtschaftlich geht, sondern die Frage nach Frieden, Freiheit und Werten eine ganz wesentliche ist. Und dass Populisten heute so erfolgreich sind, leider so erfolgreich sind, hat damit zu tun, dass sie den Leuten den Eindruck erwecken, dass man alleine stärker sei als zusammen. Und das ist die Herausforderung, die wir haben. Uns die anderen Mitgliedstaaten auch anzuschauen und sagen, was ist da los? Wie können wir zusammenbleiben? Und wir können in dieser Welt, in der die Menschen den Eindruck haben, dass sie so durcheinander sei und sie sich in Teilen ist, die Antwort geben, zu sagen, gemeinsam sind wir stärker, und gemeinsam werden wir es schaffen. Und gemeinsam schaffen wir das auch. Und wenn ich eben ein Bild gezeichnet bekomme von einem Europa, bei dem man meinen könne, den Menschen ging es schlecht, dann leben wir zwar in einem Europa, in dem geht es den Menschen unterschiedlich, manchen besser, manchen schlechter. Aber Europa ist die Hoffnung. Europa ist für die Menschen die Hoffnung, dass es ihnen zukünftig wirtschaftlich gut geht und nicht nur wirtschaftlich gut geht,
sondern uns auch den Frieden in dieser Welt garantiert. Ich glaube, das müssen wir ein Stück immer wieder vermitteln, ein Stück Empathie für die Europäische Union. Das ist das, was wir auch als Hessische Landesregierung machen, bei allen Fragen, die damit verbunden sind, die wir zu regeln haben, ein Stück Empathie für die Europäische Union, stolz darauf zu sein, dabei sein zu dürfen. Und das darf ich am Rande noch einmal sagen. Wir Deutschen, wir dürfen besonders froh sein, in dieser Gemeinschaft dabei sein zu dürfen, die Chance bekommen zu haben, in dieser Europäischen Union diese Rolle zu spielen, wie wir sie spielen können. Ein starkes Land mit der Verantwortung, aber auch für andere stark zu sein, nicht nur für sich, sondern auch für die anderen. Das ist die Solidarität innerhalb der Europäischen Union, die uns auch bindet. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir nun draufschauen auf den Brexit und schauen, was müssen wir denn tun? Na ja, klar. Ich möchte jetzt nicht mehr in die Geschichte oder des 23. Juni 2016 gehen, als wir alle überrascht und schockiert waren. Das haben wir alle in unterschiedlichen Bereichen gesagt. Jetzt stehen wir davor und haben eine Situation, in der wir in 52 Tagen eigentlich die Briten aus der Europäischen Union aussteigen. Und das ist eigentlich das Fatale. Und da ist die Beschreibung, wie sie hier gemacht wurde, vollkommen falsch. Wenn Sie sagen, die Bundesregierung würde es falsch machen oder die Europäische Kommission würde es falsch machen, dann kann ich nur sagen, wer austritt und nicht weiß, was er eigentlich will, wie wollen Sie denn mit dem verhandeln? Und das ist doch das Fatale. Das Fatale ist doch, dass die Briten sich nicht einig sind, dass die Briten in ihrem Parlament keine Einigkeit haben, was sie denn eigentlich wollen, dass sie im Prinzip jetzt wissen, dass sie eigentlich keinen harten Brexit haben wollen, aber keine gemeinsamen Vorstellungen haben, wie denn ein weicher Brexit aussehen kann, wie denn ein Abkommen aussehen kann. Und das ist das Fatale im Moment. Und da kann ich nur von unserer Seite sagen, wir haben doch die unbedingte Aufgabe, alles daran zu setzen, das tun wir als Landesregierung gemeinsam mit Bund und auch auf europäischer Ebene, zu sagen, nutzt die Zeit. Nutzt die Zeit, aber logischerweise auch mit dem Druck, den Briten zu sagen, wenn ihr entscheidet, dass ihr raus wollt, dann müsst ihr eine ungefähre Vorstellung haben, wie es denn weitergehen soll. Und das ist im Moment nicht vorhanden. Jetzt haben wir 52 Tage, in denen wir alle miteinander hoffen, dass es nicht zum harten Brexit kommt. Ich brauche die Folgen, glaube ich, nicht mehr aufzeigen. Es ist ja angesprochen worden, das ist Thema im Europaausschuss, die entsprechenden Maßnahmen, die wir ergreifen, hier auch entsprechend. Wir hoffen, dass es keinen harten Brexit gibt. Wir hoffen, dass es einen Übergang geben kann. Ein Übergang, den wir auch deshalb brauchen, damit die Menschen in Großbritannien auch die Chance haben, sich auf das einzustellen, was da kommt, und ein vernünftiges Beziehungsabkommen dann schließen zu können. Weil wir haben doch gar kein Interesse, dass wir zu den Briten eine schlechte Verbindung haben oder ein schlechtes Verhältnis haben. Wir haben ein ursächliches Interesse daran, dass wir, auch wenn die Briten aussteigen, trotzdem eine gute Beziehung zueinander haben. Wir haben doch viele Verbindungen. Und da will ich einige wenige Beispiele nennen. Ein Beispiel ist, wir haben britische Beamte. Wir haben bei uns Menschen, die britischer Nationalität sind, die Beamte sind. Das ist ein Beispiel, wie wir uns als Hessische Landesregierung eingebracht haben, Beamtenstatusgesetz, das verändert wurde. Dass es jetzt die Möglichkeit gibt, wenn es denn zum Brexit kommt und wenn es zu einem harten käme und die Briten zu einem Drittstaat werden würden, dass per Einzelfallprüfung das Beamtenverhältnis aufrechterhalten bleiben kann und vor allen Dingen auch die erworbenen Ansprüche erhalten bleiben können. Englische Lehrer, also Englischlehrer in unseren Schulen, ist ein Beispiel. Wenn wir beide weitere Beispiele nennen, dann z.B. die Anerkennung von Abschlüssen. Die Anerkennung von Abschlüssen, von Berufsabschlüssen, die für Mitglieder der Europäischen Union einfacher sind als für diejenigen, die Drittstaaten sind. Dafür setzen wir uns als Landesregierung ein und selbstverständlich immer in Verbindung mit der Bundesebene. Es gibt eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die genau diese Themen bearbeitet, und jeder schaut, was er zu tun hat und was er tun muss. Oder wenn wir uns einen weiteren Bereich ansehen, das ist angesprochen worden mit dem Stichwort vorhin, das ist kommunales Wahlrecht. Wer darf wählen und vor allen Dingen, wer ist gewählt worden? Inzwischen ist es so, dass es britische Abgeordnete gibt, also Briten gibt, die kommunale, die Vertreter Stadtverordnete sind. Die würden eigentlich bei einem harten Brexit sofort ihr Mandat verlieren. Es ist die Frage, wie geht das dann entsprechend weiter? Das Innenministerium ist diesbezüglich am Eruieren. Und das sind ja diese Dinge, von denen wir sagen, wir müssen die Leute informieren. Wie geht es denn weiter? Harter Brexit, weicher Brexit? Oder wenn ich das weitere Beispiel nenne, Forschung, Wissenschaft und auch Ausbildung. Die Landesregierung ist bei allen Ressorts damit beschäftigt, im Moment zu sagen, welche Auswirkungen hat das bei Forschungsmitteln im Bereich der Wissenschaft mit entsprechenden Erasmus-Studenten. Können die weiter studieren, ja oder nein? Und das bildet die Verbindung, die wir dann schlagen, logischerweise auch zur europäischen Ebene und nach Brüssel.
weil wir machen doch nicht nur hier Politik. Wir müssen doch genau das, was hier an Themen aufschlägt, dort nach Brüssel tragen, damit man dort weiß, was konkret bei uns ankommt, welche Probleme zu lösen sind. Und da hat die Europäische Kommission ja nun einige Vorschläge gemacht oder Verordnungsentwürfe auch auf dem Tisch. Hoffentlich welche, die man nicht braucht, wenn es nicht zum harten Brexit kommt. Hoffentlich kommt es zu einem Beziehungsabkommen, das alle miteinander noch gut miteinander leben lässt. Aber wenn Sie gerade den Bereich Luftverkehr ansprechen, Herr Rock, da gibt es eine Verordnung der Europäischen Kommission logischerweise. Und logischerweise hat die Landesregierung sich dafür eingesetzt, damit genau das nicht passiert, dass schlagartig im Prinzip alles stehen bleiben muss und Flugzeuge am Boden bleiben müssen und nicht weiter geflogen werden kann. Was ich Ihnen damit vermitteln will, natürlich hat die Hessische Landesregierung die Pflicht und auch die Aufgabe und macht es in vielfältiger Art und Weise in Informationsveranstaltungen zukünftig auch oder jetzt in naher Zukunft auch auf entsprechend zusammenfassenden Informationen ergänzen zu dem, was der Bund macht im Bereich auch im Internet. Wir übernehmen die Aufgabe und die Verantwortung und sind im Kontakt mit denjenigen, die betroffen sind, eruieren, wer ist betroffen, in welcher Art und Weise und was können wir für sie tun. Das ist unsere Aufgabe und unsere Pflicht. Aber unsere ganz große Aufgabe ist es, und das ist auch angesprochen worden, wir haben in diesem Jahr Europawahl. Ja, das ist richtig. Und wenn in dem Duktus gesprochen wird, wie der eine oder andere es getan hat, und die Europäische Union zu diesem kalten Konstrukt erklärt, wie es hier beschrieben wurde, dann werden wir die Menschen nicht dazu bringen, vernünftig proeuropäisch zu wählen. Und dass wir proeuropäisch sind, das hat nicht die Landesregierung entschieden, sondern es haben 84% der Bürgerinnen und Bürger entschieden, als sie der Bindung der Rolle zur Europäischen Union der Hessischen Verfassung ihr Ja gegeben hat. In diesem Sinne lassen wir uns daran arbeiten. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Puttrich. Da ich Sie erst vergessen hatte, habe ich Ihnen noch ein paar Sekunden dazugegeben. Jetzt liegen mir aber keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Und wir können die zweite Lesung im Europaausschuss vorbereiten, zusammen mit dem Dringlichen Antrag der Freien Demokraten. Die Freien Demokraten hatten angekündigt, das auch noch im BVA mitbehandeln zu lassen. Stimmt das noch so? Also geht der Gesetzentwurf nur in den Europaausschuss und der Antrag in den Europaausschuss und in den Wirtschaftsausschuss.